Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Nahostkonflikt wird um eine Waffenruhe gerungen. Den ganzen Tag über wurde darüber in Kairo unter Vermittlung Ägyptens verhandelt. Erste Meldungen über eine Einigung kamen am Nachmittag von der radikal-islamischen Hamas, wurden aber von Israel zurückgewiesen. In diplomatischen Missionen sind auch UN-Generalsekretär Ban Ki-moon und Bundesaußenminister Westerwelle im Nahen Osten unterwegs. US-Außenministerin Clinton brach ihren Asienbesuch ab, um nach Israel zu reisen. Den ganzen Tag soll hinter den Kulissen hart verhandelt worden sein. Als am Nachmittag dann der UN-Generalsekretär aus Kairo nach Israel kommt, sickern erste Gerüchte zu einer Waffenruhe durch. Möglicherweise soll diese Vereinbarung noch am Abend verkündet werden und dann später in Kraft treten. Premier Netanyahu macht klar, dass die Verhandlungen zu einer langfristigen Lösung führen müssen. Wenn der Raketenbeschuss aber weitergeht, werden wir alles Notwendige unternehmen, das zu stoppen. Diplomaten aus vielen Ländern geben sich heute in der Region die Klinke in die Hand. Auch der deutsche Außenminister ist am Morgen erst in Jerusalem, fliegt dann nach Kairo und soll am Abend wieder zurück nach Israel kommen. Er bekundet Solidarität mit Israel. Israel hat das Recht auf Selbstverteidigung und es muss seine Bürger beschützen. Nach einigen Tagen zeigen sich auch wieder Hamas-Führer in der Öffentlichkeit und geben sich zuversichtlich. Die Ankündigung aus Kairo wird diesen kriminellen Krieg beenden. Es wird keine Angriffe gegen die Palästinenser mehr geben. Es wird auch das Ende der Belagerung des Gazastreifens sein. Dort spitzt sich die Lage weiter zu. Die Zivilbevölkerung flieht aus dem Grenzgebiet, sucht oft Schutz in Gebäuden der UN, wie hier in einer Schule in Gaza-Stadt. Den ganzen Tag hat es israelische Angriffe gegeben. Offenbar will man noch bis zum Beginn der möglichen Waffenruhe Ziele der radikalen Palästinenser zerstören. Oft trifft es aber die Zivilbevölkerung. Der Süden Israels gerät wieder unter massiven Beschuss. Am Nachmittag heulen die Sirenen in Ashdod und vielen anderen Städten. Auch die Israelis suchen Schutzräume auf, Einschläge sind zu hören. Und am Abend wird eine Rakete auf Tel Aviv abgefeuert, trifft einen Vorort. Ein Gebäude erhält einen Volltreffer. Es hat den Anschein, als wollen beide Seiten vor einem möglichen Waffenstillstand noch einmal ihre Stärke beweisen. Näheres zu den Bemühungen um eine Waffenruhe jetzt live aus Tel Aviv von meinem Kollegen Richard Schneider. Noch um 17 Uhr haben alle Seiten bestätigt, es gäbe einen Waffenstillstand und jetzt ist alles wieder offen. Es wird um viele Details gerangelt hinter den Kulissen und noch ist nichts entschieden. Im Augenblick weiß man nur, wenn es zu einem Waffenstillstand kommt, dann wird es keinen Vertrag geben, den beide Seiten unterschreiben, sondern lediglich eine schriftliche Erklärung Ägyptens. Bundesaußenminister Westerwelle hat eine wichtige Rolle heute gespielt. Israel hat sich auf den deutschen Partner verlassen, ihn gebeten zu helfen, ihn mit einer Botschaft nach Kairo geschickt. Und Außenminister Westerwelle hat auch viele internationale Dinge koordiniert, um Verpflichtungen der internationalen Staatengemeinschaft für einen Waffenstillstand zu abzusichern. Im Augenblick wird weiter heftig gekämpft. Vor wenigen Minuten wurde der Tod zweier Israelis durch eine Rakete gemeldet. Sollte es noch mehr Tote heute Abend geben, könnte alles scheitern. Und damit gebe ich zurück zu Thorsten Schröder nach Hamburg. Ägypten spielt bei der Vermittlung eine Schlüsselrolle, weil es Einfluss auf die radikal-islamische Hamas hat. Über die Hintergründe der diplomatischen Bemühungen mein Kollege Thomas Aders live aus Kairo. Es wäre, so muss man das ja heute formulieren, ein diplomatischer Durchbruch, an den heute lange Zeit hier in Kairo nur wenige geglaubt hatten. Am Morgen noch der wenig optimistische Auftritt von UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hier am Nil, dann immer turbulentere Krisenverhandlungen, in die sich auch Außenminister Westerwelle intensiv einschaltete. Sein Besuch am Nil dann ein Zeichen dafür, dass Bewegung in die Verhandlung gekommen war. Die Verkündung der Waffenruhe wurde schon mehrfach verschoben. Beobachter gehen jedoch davon aus, dass es noch am Abend hier in Kairo dazu kommen wird. Eine Waffenruhe wäre neben der Zivilbevölkerung in Gaza und Israel vor allem ein Erfolg für Ägypten. Präsident Morsi braucht diesen Befreiungsschlag, um sich aus der Zwickmühle zwischen den Friedensabkommen mit Israel und seinen eigenen fundamentalistischen Anhängern zu befreien, um von den massiven wirtschaftlichen Problemen im eigenen Lande abzulenken und um die Rolle Ägyptens als einflussreiches Land in der arabischen Welt zu festigen. Und damit zurück nach Hamburg.
Mehr zum Konflikt zwischen Israel und Palästinensern finden Sie auf tagesschau.de, darunter ein umfangreiches Dossier, das Hintergründe zu der Auseinandersetzung liefert. Die Euro-Finanzminister nehmen zur Stunde einen neuen Anlauf für die Griechenland-Hilfe. Bei dem Sondertreffen in Brüssel geht es um die Freigabe von mindestens 31 Milliarden Euro. Außerdem muss ein Finanzloch von mehr als 13 Milliarden Euro gestopft werden, weil etwa die griechische Wirtschaft stark schrumpft. Bundesfinanzminister Schäuble räumte vor den Beratungen ein, die Sache sei nicht einfach. Nur zu gern würde der Chef der Euro-Gruppe Gelassenheit verströmen, aber selbst bei ihm klingt Skepsis durch. Wir werden uns über einige Details noch verständigen müssen. Und ich gehe dazu aus, dass die Chancen gut stehen, dass wir heute Abend zu einer endgültigen, einvernehmlichen Lösung kommen. Ganz sicher bin ich meiner Sache aber nicht. Denn den Ministern liegen neue Analysen vor, die Griechenlands Lage düsterer zeichnen als bisher. Danach würden auch 2 Jahre mehr Zeit zum Sparen das Land nicht auf einen Schuldenstand bringen, den es tragen könnte. Und selbst diese Fristverlängerung ist umstritten. Trotz der vielen Milliarden für Griechenland wird jetzt noch mehr Geld nötig, auch wenn der deutsche Minister das eher kryptisch darstellt. Im Rahmen des bestehenden Programms haben wir eine Lücke, die wir schließen müssen. Und daraus können Sie sehen, dass wir eine Lücke haben. Hätten wir keine, müssten wir nicht beraten. Sein niederländischer Kollege ist deutlicher. Gefragt, ob jetzt mehr Geld nötig ist, meint er. Ja, die Chance ist ziemlich groß. Aber ich versuche dafür zu sorgen, dass der Schaden für uns und andere möglichst begrenzt wird. Europas Zentralbank will nicht in alle Breschen springen. Immer mehr gerät daher in den Blickpunkt, was viele ausschließen. Ein neuer Schuldenschnitt oder frisches Geld, beides zulasten der Steuerzahler. Jeder muss bereit sein, rote Linien zu überschreiten. Nach 3 Jahren Krisenpolitik naht das Ende einer Illusion. Der nämlich, dass es sich bei allen Hilfen ja nur um Kredite oder Garantien handle, nicht aber um echtes Geld. Das wird nun fällig, jedenfalls wenn Griechenland irgendwann mal seine Schulden tragen können soll. Wenn nicht, droht der Internationale Währungsfonds auszusteigen. Und dann müsste Europa alle Lasten alleine tragen. Die Euro-Schuldenkrise hat heute auch die Haushaltsdebatte des Bundestages befeuert. Finanzminister Schäuble wies Vorwürfe der Opposition zurück. Seinem Etat fürs nächste Jahr fehle es an Vorsorge für Milliardenrisiken. Im Mittelpunkt der Schlussberatungen stand der Streit über den richtigen Weg zum Schuldenabbau. Der Etatentwurf für 2013 sieht Gesamtausgaben von 302 Milliarden Euro vor, bei einer Neuverschuldung von 17,1 Milliarden. Beschlossen werden soll der Haushalt am Freitag. Er habe die historische Chance vertan, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, so der Vorwurf von der Opposition an den Finanzminister. Stattdessen sei der Entwurf 2013 von wahltaktischen Überlegungen geprägt. Chaos, Verantwortungslosigkeit, Blindheit für die großen Aufgaben, Verschleudern der Zukunftsreserven für irrsinnige Wahlgeschenke, finanzpolitische Trickserei und offensichtlicher Wählerbetrug. Das ist der Haushalt 2013, den Sie uns hier vorlegen. Sparen sei kein Selbstzweck, antwortete Wolfgang Schäuble. Deutschland trage eine besondere Verantwortung für die wirtschaftliche Entwicklung in Europa. Deutschland ist in Europa Stabilitätsanker und zugleich Wachstumslokomotive. Ohne Deutschland wäre Europa insgesamt, die EU und die Eurozone, in der Rezession. Wir sichern mit unserer Politik, dass es auf einem niederen Niveau, aber nachhaltig weiterhin aufwärts geht. Die Grünen bemängelten vor allem, dass die Regierung die Kosten der Griechenlandrettung verschweige. Wenn wir die politische Entscheidung treffen, Griechenland in der Eurozone zu halten, was wir Grünen immer wollten und gesagt haben, dann muss man aber auch der Bevölkerung reinen Wein einschenken, Frau Kanzlerin, und sagen, Griechenland kostet uns dann auch Geld. Morgen steht dann anlässlich der Beratungen über den Kanzleramtsetat die Generalaussprache über die Politik der Bundesregierung auf der Tagesordnung. Das Parlament gab auch mehr Geld für den Kita-Ausbau frei. Gut 580 Millionen Euro sollen in zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren fließen. Die Mittel sind in einem Nachtragsetat für 2012 enthalten. Kinder von 1 bis 3 Jahren haben vom August nächsten Jahres an einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kinderkrippe, einer Kita oder bei einer Tagesmutter.
Das Bundesarbeitsgericht hat das Streikverbot für Beschäftigte in kirchlichen Einrichtungen gelockert. Zwar bestätigten die Erfurter Richter den Sonderweg der Kirchen. Bei Arbeitskonflikten handelt eine paritätisch besetzte Kommission einen Kompromiss aus. Künftig muss die Kirche allerdings die Gewerkschaften hierbei einbeziehen und verbindliche Vereinbarungen treffen. Geschieht dies nicht, darf gestreikt werden. Streiks bei kirchlichen Arbeitgebern wie hier 2009 in Bielefeld. Bisher gab es sie zwar, doch sie galten als verboten. Diese Regelung hat das Bundesarbeitsgericht jetzt gelockert. Auch an kirchlichen Einrichtungen darf gestreikt werden. Dies gilt aber nicht, wenn in Zukunft Gewerkschaften in die Verhandlungen eingebunden sind und verbindliche Vereinbarungen getroffen werden. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, sind Streiks erlaubt. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, dann sind Streiks verboten. Damit bestätigte das Bundesarbeitsgericht grundsätzlich den sogenannten dritten Weg, bei dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf Konsens statt Konfrontation setzen. Wir sehen hier eine gute Grundlage, um das, was unser dritter Weg ist, jetzt weiter auszubauen, damit voranzugehen. Und wir freuen uns, dass wir heute diese Feststellungen dieses Gerichtes mit auf den weiteren Weg nehmen können. Ihre Position hatten die kirchlichen Arbeitgeber mit ihrem grundgesetzlich festgeschriebenen Recht auf Selbstbestimmung begründet. Die Gewerkschaften verwiesen ebenfalls auf das Grundgesetz. Nach dem heutigen Urteil fühlen auch sie sich bestätigt. Verdi will jetzt Tarifverträge aushandeln und schließt Streiks in Zukunft nicht aus. Wir wollen nicht um jeden Preis streiken. Wir können es jetzt, aber wir werden natürlich anstreben, in freien Verhandlungen Tarifverträge durchzusetzen. Vor dem Verfahren hatten beide Seiten angekündigt, gegebenenfalls das Bundesverfassungsgericht anzurufen. Das erscheint nach dem heutigen Urteil aus Erfurt erst einmal unwahrscheinlich. In Frankreich ist der Machtkampf um den Vorsitz der konservativen Oppositionspartei UMP entschieden. Der bisherige Generalsekretär Copé wurde gestern am späten Abend zum Sieger der Mitgliederabstimmung erklärt. Er setzte sich nach Angaben der Wahlkommission knapp gegen seinen Herausforderer durch, den früheren Premierminister Fillon. Die Urwahl des Parteivorsitzenden war von Manipulationsvorwürfen überschattet. Ein Gericht in Zagreb hat den früheren kroatischen Ministerpräsidenten Sanader zu 10 Jahren Haft wegen Korruption verurteilt. Der 59-Jährige hat nach Überzeugung des Richters mehr als 10 Millionen Euro Schmiergeld von einem ungarischen Energiekonzern und einer österreichischen Bank erhalten. Mit Sanader muss sich erstmals ein ehemaliger Regierungschef eines Balkanstaates wegen Bestechlichkeit vor Gericht verantworten. Die Generalsynode der anglikanischen Kirche von England hat sich dagegen ausgesprochen, Frauen zu Bischöfen zu weihen. Der von der Kirchenführung eingebrachte Vorschlag verfehlte knapp die nötige Zweidrittelmehrheit. Die Frage, ob auch Frauen für das Bischofsamt zugelassen werden, spaltet die Mutterkirche der anglikanischen Weltgemeinschaft seit Jahren. In einigen Ländern wie Australien, Kanada oder den USA sind weibliche Anglikanerbischöfe längst üblich. Der scheidende Erzbischof Rowan Williams war dafür und sein designierter Nachfolger plädierte heute ebenfalls eindringlich für ein Ja für Frauen als Bischöfe gegen eine starke Fraktion, die Frauen zwar als Priester akzeptiert, aber nicht ganz oben in der Hierarchie sehen will. Frauen spielen eine immer größere Rolle in unserer Kirche auf allen Ebenen, außer der höchsten. Es ist nun an der Zeit, diesen Prozess konsequent zu Ende zu bringen und mit Ja zu stimmen. Der konservative Flügel der Kirche hatte im Vorfeld mit weiteren Austritten gedroht. Mehr als 80 Priester sind mit ihren Gemeinden bereits geschlossen zur katholischen Kirche übergetreten. Mehr könnten folgen. Wir denken, dass die Tradition klar vorschreibt, dass der Mann das Oberhaupt der Kirche ist. Er ist derjenige, der diese Autorität hat. Das ist Gott gegeben. Nach einer 4-stündigen Debatte fiel die mit Spannung erwartete Entscheidung am Ende, dennoch denkbar knapp aus und überraschend mit einem Nein. Der Antrag wurde gegen die Mehrheit der Bischöfe und Priester vom Haus der Laien abgelehnt und wird nicht weiter verfolgt werden. Gegen das klare Votum ihrer Bischöfe und Priester hat heute eine Mehrheit der Laien die erwartete Reform zum Kippen gebracht. Das ist ein harter Schlag für den liberalen Flügel der Church of England und ein harter Schlag für ihren künftigen Erzbischof. Weitere Massenaustritte dürften damit erst einmal vom Tisch sein. Die Spaltung der anglikanischen Kirche dürfte sich aber so weiter verschärfen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 21. November.
Morgen bleibt es unter Hochdruckeinfluss zunächst bei der Mischung aus Nebel, Hochnebel und Sonnenschein. Später erreichen uns von Westen die Wolken eines Atlantiktiefs, die etwas Regen bringen. Heute Nacht ist es vor allem im Nordwesten sowie im höheren Bergland und am Alpenrand teilweise klar, sonst verbreitet Nebel oder Hochnebel. Der hält sich am Tag zum Teil hartnäckig. In der Westhälfte kann sich die Sonne häufiger zeigen, aber am Nachmittag wird es von Westen wolkiger und am Abend kann es hier und da etwas regnen. Der südliche Wind weht schwach bis mäßig, im Nordwesten und in Küstennähe mitunter frisch. An der See heute Nacht bis 5 Grad, in Alpennähe leichter Frost. Dort morgen bei leichtem Föhn milde 13, im Dauernebel örtlich nur 3 Grad. Am Donnerstag in der Südosthälfte oft stark bewölkt oder neblig trüb und vereinzelt fällt etwas Regen. In der Nordwesthälfte mal Wolken, mal Sonne. Am Freitag überall eine meist trockene Mischung aus Nebel, Wolken und Sonne. An der Nordsee frischt der Wind kräftig auf. Am Samstag wieder mehr Wolken, die hier und da etwas Regen bringen. Um 22.15 Uhr meldet sich Karin Mioska mit den Tagesthemen. Sie informiert darüber, ob ein Ende der Gewalt im Gaza-Konflikt tatsächlich greifbar ist und wie die EU die Finanzierungslücken in Griechenland stopfen will. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.